Hallihallo, Grinders Gaming hier, nächste Folge Stardew Valley. Wie am Ende der letzten Folge, beziehungsweise schon mittendrin und relativ früh am Anfang festgestellt, hat da irgendwas, glaube ich, mit den Freundschaftsherzen nicht funktioniert, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich da was falsch gelesen habe oder das Spiel mich trollt oder es da keinen Erfolg auf Steam gibt, ich weiß es nicht. Wir werden heute auf die Ingwerinsel gehen und im Perfektionstracker nachschauen, ob ich da einen Fehler gemacht habe oder ob das Spiel buggt oder wie auch immer oder ich mir umsonst einen Kopf mache, weil der Perfektionstracker zeigt mir, ob ich jetzt 100% Freundschaften habe oder nicht. Vielleicht gibt es auf Steam einfach keine Errungenschaft, die aufploppt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich mache mir jetzt nicht weiter einen Kopf drüber. Wir machen den Hof. Ich habe ja jetzt während dem Bubble schon angefangen. Wir machen den Hof fertig, dann gehen wir auf die Ingwerinsel und danach schauen wir, ob wir hier auf dem Hof noch ein bisschen was umbauen werden oder auch nicht. Irgendwas wird uns einfallen. Vielleicht müssen wir auch mal im Haus noch ein bisschen umbasteln und umbauen oder so. Keine Ahnung. Denn ich habe letzte Folge, wie man draußen vielleicht schon gesehen hat, die Zäune umgebaut. Also wer dabei war, weiß Bescheid. War ein bisschen ein Staatsakt, bis ich da fertig war. Fünfmal angefangen, sechsmal wieder abgebaut, weil es mir nicht gefallen hat. In etwa. So lief das. Ja, ich halb so wild. Ich meine, wir haben Zeit. Wir müssen warten bis zum Nachtmarkt, bis wir Progress machen können, bis wir Fortschritt machen können mit dem Blobfisch. Wir könnten die Sache natürlich beschleunigen, indem ich jetzt mit dem Zauberköder, den ich hergestellt habe, da wo der Nachtmarkt des U-Boot steht, angeln gehe. Das geht anscheinend. Dann könnte man sich da jetzt schon den Blobfisch rauscheaten, aber das machen wir nicht. Wir machen jetzt noch ein bisschen hier den Hof schön. Wenn es so aufs Ende zugeht, wollen wir ja auch, dass der Hof schön aussieht. Also ich finde den eh schon ziemlich nice, sonst hätte ich den nicht so. Aber wir machen hier auf jeden Fall noch ein bisschen schöner, bevor das hier alles Richtung Ende geht. Ich kann nicht den Hof so halb fertig stehen lassen. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht, ne? Da müssen wir was machen. Und das werden wir dann wahrscheinlich heute machen, je nachdem, wie es zeitlich hinhaut. Aber ich denke, wir kommen gut durch. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Die Felder machen sich von alleine. Die Tiere machen sich auch beinahe von alleine, aber halt nur beinahe. Hier muss ich noch dran denken, dass ich mein Trüffelölzeug noch verticken muss. Irgendwann mal. Falls wir vor dem Ende des Winters durch sind, muss ich das Zeug früher verticken, weil ich wollte ja unbedingt noch wissen, was da Kohle bei rumkommt. Ja, ich habe gedacht, ist mal ein Notgroschen für die 10 Millionen. Die haben wir jetzt erreicht. Die goldene Uhr haben wir noch nicht gekauft, da lassen wir uns noch Zeit. Die muss nicht sofort gekauft werden, solange ich jetzt nicht mein ganzes Gold irgendwo verschache. Habe ich aber eigentlich auch nicht wirklich vor. Ja, jetzt gucken wir halt mal. So, wir sind ja auch gleich durch hier mit den Tierchens. Wir müssen nur noch hier das Eingemachte wieder. Was machen wir denn jetzt ein? Was haben wir denn? Was machen wir denn? Lasst mich überlegen, Leute. Was machen wir denn da rein? Wir haben Mango. Und noch mehr Mango. Machen wir so. Ja, passt. Wir machen einfach mal Mango da rein. Wir brauchen es ja sonst für nichts. Machen wir mal. Schon länger her. Habe ich Mango oder Banane? Irgendwas habe ich schon mal hier reingeschmissen. Und wenn nicht, machen wir nächstes Mal einfach wieder uralte Frucht dann. Wir haben genug uralte Frucht. Aber jetzt machen wir erst noch einmal Mango. Und dann machen wir uralte Frucht. Und dann machen wir, keine Ahnung, Sternfrucht geht nicht, oder? Nee, aber Sternfrucht will ich eigentlich auch, wenn überhaupt, dann eher in die Dingenskirchens reinwerfen. In die Fässer. Für den Sternfruchtwein, oder? Doch, da war glaube ich für den Wein. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hieß es mal, ich soll doch noch ein paar Sternfrüchte anbauen. Ich glaube, das ist für Wein. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mit den Sternfrüchten nie viel am Hut gehabt, außer dass ich für die eine Aufgabe von Kent immer mal wieder eine gepflanzt habe. Weil die Aufgabe kriegt man ja jedes Mal, dass er eine Sternfrucht will. Und sonst habe ich mit den Dingern nicht viel am Hut, weil die mir immer zu lange gewachsen sind. Früher auch schon. Ich dachte so, boah, was? 13 Tage? To that note, das will ich nicht. Und dann habe ich es eigentlich nie, habe ich die nie wirklich benutzt. War wahrscheinlich ein großer Fehler. Wahrscheinlich. Wird sich jetzt so aber auch nicht klären lassen können, schätze ich mal. So, alles da rein, ist jetzt egal. Passt schon, ist in Ordnung. Ja, ich müsste auch noch mal gucken, ob ich alle Crafting-Rezepte habe. Also eins fehlt uns noch, da brauchen wir die Feenrose, die wächst gerade auf der Ingwerinsel. Da gucken wir gleich mal, ob die noch gut wächst oder nicht. Jo,
Da muss ich gucken, ob ich noch irgendwo ein Rezept verschludert habe. Ein Crafting-Rezept, aber ich glaube nicht, weil die Kochrezepte haben wir ja schon, das ist schon erledigt. Das haben wir schon erledigt, das ist fertig. Die Weintrauben brauchen wir auch nicht mehr, nehmen wir aber wahrscheinlich trotzdem mit. Vielleicht werden wir sie auch gleich irgendwie verticken. Hier wächst die Feenrose. Sieht aus, als würde die gut wachsen. Mit Geschwindwachs drunter, damit es auch bloß was wird. So. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zum Mischstock Wie. Dann gucken wir mal, was der Kerl uns zu sagen hat. Beziehungsweise sein Perfektionstracker. Er sagt dazu ja nicht viel. Er steht nur an seinem Monitor und beobachtet das ganze Sternportal. Das kann er am besten. So, das ist der Perfektionstracker, ne? Großartige Freunde, 100%. Okay, wir haben es geschafft. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, in dem Fall kriegt man wohl keine Steam-Errungenschaft. Also ich hätte die nicht gehabt bis jetzt. Ich habe noch nie alle Freundschaften in dem Spiel hochgeballert. Was fehlt uns jetzt noch? Die Uhr. Der Fisch. Mit dem Fisch kommt die letzte Sternfallfrucht. Und dann das letzte Rezept. In dem Fall fehlt wohl doch wirklich nur noch das Feenrosen-Rezept-Gedönse. Das heißt, wie heißt denn das Zeug? Das heißt, wie heißt das Zeug? Genau, so heißt das Zeug. Das heißt, Feenstaub, Blobfisch, goldene Uhr. Dann haben wir alles. Das ist ein bisschen schockierend gerade, muss ich ehrlich sagen. Das wird immer schockierender, wie wenig hier noch vor uns liegt. Liebe Leute, viel ist es nicht mehr. Wir könnten jetzt natürlich heute auch schon das Trüffelöl verkaufen und die goldene Uhr holen, aber ich glaube, die goldene Uhr, das machen wir zum Schluss. Die holen wir uns zum Schluss und dann gucken wir uns das Ende vom Spiel an. Ich glaube, so machen wir das. Bringt mir vorher, glaube ich, eh nicht viel. Gut. Ja, das heißt, wir können jetzt eigentlich wieder nach Hause gehen und nach dem Hof gucken, was wir hier noch umbasteln wollen. Machen wir Platzkatze. Ah, die steht wieder im Weg rum. Lass mich halt nicht durch, okay? Ja, fall um. Ich habe sie nicht getreten, ihr habt es gesehen. Ich war schon lang weg. Die ist erst umgefallen, nachdem ich weg war. Nicht, dass mir jetzt hier irgendwas unterstellt wird, da tritt seine Katze oder so. Steh auf, du Lump. Okay, sie hat noch ein Herzchen über dem Kopf. Das heißt, sie ist nicht sauer auf mich. Das ist schon mal schön. Gut zu wissen. So, also das lassen wir hier. Die Obelisken sowieso. Gewächshaus lassen wir auch. Das hier ist mir ein arger Dorn im Auge. Aber was machen wir hier? Was sollen wir hier machen? Ich hätte ja schon eine ziemlich geile Idee, aber ob sich das lohnt? Ob sich das lohnt, wenn man jetzt hier den Zaun rausnimmt? Oder sagen wir hier hinten? Der Weg geht bis, keine Ahnung, der Weg geht bis hier, dann kommt hier der Zaun hin, hier ist offen. Und dann geht das Gehege noch bis hier hoch, die Weide. Und unten machen wir ein Verbindungsstück zwischen Hühnern und den anderen Tieren. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht so geil. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Da muss man hier halt immer durchreiten, ne? Muss man hier immer... Ja, das ist nicht so geil. Auf keinen Fall. Liebe Leute, ich weiß, was wir noch machen müssen. Oh mein Gott, mir ist gerade was eingefallen. Reicht die Zeit noch? 17 Uhr. Wir müssen zu Robin. Ich habe irgendwann mal gesagt, bevor wir die goldene Uhr kaufen oder bevor wir das Spiel durchspielen, kaufen wir für Pam noch das Haus. Und jetzt haben wir schon wieder 256.000 über den 10 Millionen drüber. Jetzt kaufen wir das Haus noch für eine halbe Million. Für Pam. Ich habe noch 500 Flaschen Wein im Keller. Gemeinschaftsverbesserung. 950 Holz auch noch? Das wird knapp. Das wird jetzt knapp gekischt. Da habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Ich habe gedacht, wir brauchen nur Gold. Das machen wir. Vielleicht kriegen wir das heute noch hin. Vielleicht schaffen wir es gerade nochmal zu Robin. Dann lassen wir noch die Gemeinschaftsverbesserung bauen. Das ist, glaube ich, die letzte im Spiel. Dann ist das auch erledigt. Dann hat Pam auch noch ein schönes Haus.
Ich will ja nicht gehen und die gute Pam, so ein schlimmer Mensch ist sie ja nicht, die Frau. Ich will ja die nicht hier in ihrem Ding verrotten lassen, in ihrem Wohnwagen, der ihr nicht gefällt. Nee, nee, das machen wir nicht. Auf keinen Fall, wir sind keine Unmenschen. Wir lassen jetzt die Gemeinschaftsverbesserung bauen. Die 500.000 haben wir schnell wieder drin. Wie gesagt, ich habe die 500 Flaschen Wein im Keller. Ich habe die, was weiß ich, wie viele Flaschen Trüffelöl. Das kriegen wir hin. Das machen wir. Da haben wir heute wenigstens noch etwas Gutes getan für die Anwohner des Dorfs hier. So, Gemeinschaftsverbesserung. Was sagst du? Du willst Pam ein Haus bauen? Das ist eine tolle Idee. Ich brauche nur 950 Holz und 500.000 Gold. Yo. Das ist sehr großzügig von dir. Ich fange gleich morgen damit an. Es dauert so um die 3 Tage. Alles klaro, Capitano. Dann hätten wir das erledigt. Gut. Sehr schön. Das ist erledigt. Perfekt. Und ich glaube, das ist die letzte Gemeinschaftsverbesserung. Es gibt ja die eine mit Müllbären, wo da bei dem Hund aufgeräumt wird. Und die andere ist das mit Pams Haus. Und sonst gibt es da, glaube ich, nichts mehr, soweit ich weiß. Oder ich bin da ein bisschen unbeholfen. Ich weiß es nicht. Haben die Junimos eigentlich noch was gebunkert? Ich glaube nicht, ne? Mir fallen gerade so viele Dinge ein, die wir machen müssen und noch tun sollten. Und im Haus haben wir auch noch ein bisschen was. Da Lea mit ihren 50.000 Ikea-Schränken, die sie anschleppt. Am 15. ist Nachtmarkt. Ja, wir haben jetzt noch 3 Tage. Okay, der Nachtmarkt ist immer erst abends. Das heißt 4 Tage, um auf dem Hof Ordnung zu machen, bevor wir dann mal wieder ein bisschen ranglotzen müssen mit Fische fangen und so. Aber hier können wir auch nicht mehr groß umbauen. Die Ikea-Schränke, ich sagte, das geht mir ein bisschen auf den Nerven, dass sie so viele von den Dingern anschleppt. Was ist hier mit der los? Hier bräuchten wir noch 2 Stühle. Ich nehme mal die 500 Flaschen Wein da raus und verkaufe die, damit wir wieder auf den 10 Millionen sind. Ja, jetzt. Also ganz ehrlich, die 500 Flaschen kriege ich eh nicht mehr gereift. Zack. Weg damit. Ich habe schon mal 500 verkauft. Ja, jetzt gehen wir nochmal in den Kuhstall. Aber das hat schon was mit den Fackeln. Das war, glaube ich, gar keine schlechte Idee, dass wir das so gemacht haben. Bringt ein bisschen Atmosphäre rein. Ist doch schön. Muss ich nur mal überlegen, wie ich das sonst noch umgestalten könnte. Da fehlt ein Schild. Wieso fehlt da eigentlich ein Schild? Hä? Okay. Das sind alles Steinschilder, ne? Wieso fehlt da ein Schild? Ich habe gedacht, ich habe überall ein Schild hingestellt. Bin ich jetzt komplett verwirrt. Habe ich das mal abgebaut aus Versehen? Das hatte ich aber auch gar nicht auf Tasche. Ja, da fallen mir Dinge auf, die sind mir jetzt irgendwie 100 Folgen lang nicht aufgefallen. Cool. Sehr nice. Und ein Haar habe ich auch in der Nase. Das ist auch geil. Was kostet das Ding? 25 Steine. Jetzt müssen wir hier mal wieder einen ordentlichen Stapel Holz draus machen und das nicht so Larifari hier reinschmeißen. 25 Steu. Zack. 1 Schild. Gut. Perfekt. Ja. Das werden wir jetzt noch da drauf platzieren. Warum auch immer ich das nicht gemacht habe. Komisch. Ich könnte schwören, da war mal eins. Sagt es nicht, der Blitz hat das Schild kaputt geklöppelt. Das wär's ja noch. Das wär's echt noch. Holla die Waldfee. Gut, lasst mich überlegen. Wo habe ich eigentlich die Dings hingestellt? Da war auch noch was. Wo habe ich diesen Blumenkübel hingeschmissen eigentlich? Ist das der hier? Das ist der, oder? Blumenfass. Genau. Da wurde mir geschrieben, ich soll nochmal einen bauen. Hier, Blumenfass. Da müssen wir nochmal zu Pierre. Und dies da hinstellen, wo die Fackeln stehen. Am Gewächshaus, weil das schöner aussieht. Dann lassen wir das jetzt aber so lange noch hier stehen, bis wir noch eins bauen können. Dann können wir hier noch Blumenkübel hinstellen. Dann haben wir da auch noch eine Verschönerung gemacht. Ja. Das mit den Teebäumchen, mit dem dünnen Weg hier, das ist schon immer ein bisschen... Aber das können wir jetzt auch nicht mehr groß umbauen. Wenn wir die Teebäumchen da wegnehmen, haben wir hier einen großen Platz. 2 Fischteiche geht nicht. Ist auch ein bisschen unnötig, ich habe genug Fischteiche. Die Bäume hinterm Haus, die lassen wir auch mal stehen. Das bringt ein schönes Flair und Ambiente rein, hätte ich gesagt. Die Bienenstöcke sowieso. Das hat mich Schweinegeld gekostet. Die bleiben.
Das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre hier mal Bäume pflanzen an dem kleinen Teich. Und ich habe hier doch irgendwo schon einen hier. Nee, stopp, den will ich hier wachsen lassen, stimmt. Wie machen wir das? Bäume schütteln, bis was runterfällt? Geht nicht. Ah, guck mal an. Komm mal mit, du Eichel. So. Wieso steht hier eigentlich kein Baum? Habe ich hier jemals... Ich glaube, ich habe die immer abgerissen, ne? Hier so ein Bäumchen und da vielleicht eins oder da. Das wäre gar nicht so schlecht. Das machen wir, komm, das machen wir. Was haben wir hier noch? Kupfererz. Jo. Das brauche ich wahrscheinlich auch nie wieder. Oder nie mehr. Ich habe viel zu viel Kupfer und Barren und Kupfererz und schieß mich tot. Ja, liebe Leute. Ich weiß, die letzten paar Folgen sind nicht der allergeilste Content, aber ich habe ja auch gesagt, wir machen, oder ihr wollt, ein paar von euch wollten das ja auch, dass wir auf der Farm mal wieder ein bisschen hier umdekorieren, ein bisschen schöner machen. Und ich selber finde es auch gar nicht so verkehrt, das hier alles ein bisschen schön zu halten. Immerhin sind wir jetzt bei über 160 Stunden Stardew Valley mit Horst Manfred. Da kann man schon mal gucken, dass der Horst Manfred eine schöne Wohngegend hat, ne? Also damit der hier gut leben kann, der Gute. Gut leben kann, der Gute, genau. Doch, finde ich schon. Ist schon angebracht. Doch, doch. Ja. Ja. Was machen wir jetzt noch? Ja, hier könnte man vielleicht auch noch so eine Fackel draufstellen, ne? Das hat hier vielleicht auch noch irgendwo eine rein. Obwohl, hier geht's eigentlich. Sollen wir das machen? Jetzt, wo es dunkel ist, können wir das noch machen. Im Hellen sieht man es dann nicht mehr so gut. Wir wollen das alles ein bisschen schön machen hier. Ne? Soll ja heimelig aussehen. Oder heimelig. Oder hückelig. Nee, besser nicht. Nicht hückelig. Hückelig ist eine ganz wilde Kombination. Machen wir doch so. Oder? Ja, doch. Doch. Lassen wir so, machen wir so. Hier, weiß nicht, sollen wir hier auch hier und hier so ausleuchten, ein bisschen den Pfad, der Pfad des Erleuchtens. Da oben können wir es so lassen, da unten machen wir hier vielleicht noch einen drauf. So, ja, ist doch gut so, so lassen wir das. Perfekt, sehr schöne Sache, sehr schöne Sache. Geil. Gut, dann ist ja... Oh Gott, wir müssen ins Bett, fällt mir gerade auf. Jesus Maria. Jetzt habe ich dann doch fast noch die Zeit verschludert, Mensch. Aber jetzt schnell ins Bett. Da ist sogar der Hausumbau für Pam ist sogar noch vorm Nachtmarkt fertig. Das ist nicht schlecht. Das ist sehr gut. Jetzt hüpfen wir aber ins Bettchen. Katze, Frau sind am Start. Ich sage gute Nacht. Schlaft gut. Ja, das war klar, dass wir so viel Geld machen. Irgendwie mit dem Wein. 1,28 Millionen. Der Wein hat 1,1 Millionen gebracht, der Lava-Aleich 107.000, stabile Geschichte. Sehr schön. Ja. Ja, ich hatte nie Zweifel, dass wir schnell auf die 10 Millionen kommen. Ich bin echt mal gespannt, was das Trüffelöl noch einbringt. Jetzt haben wir sogar 11 Millionen, liebe Leute. Schön. Jetzt werden wir aber vor die Tür gehen. Jetzt gehen wir vor die Tür und klären das. So, liebe Leute, ich bin raus. Wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid die megamäßig allergeilsten Menschen, die es gibt. Ich hoffe, ihr wisst das und ich hoffe, ihr bleibt so geil und werdet noch geiler. Jeden Tag ein Ticken geiler werden, würde mich megamäßig freuen. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich will ich mir mit der ganzen Schleimerei und dem Danke sagen, will ich mir eigentlich alles aufsparen bis zum Ende. Deswegen werde ich einfach nur Danke fürs Zuschauen, Danke für den Support sagen und sagen, dass ihr geil seid und. Wenn ihr wollt, schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Wenn nicht, hören wir uns in der nächsten Folge Stardew Valley. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen werden. Vielleicht fällt mir noch was ein, was wir auf dem Hof machen können. Wenn nicht, können wir vielleicht auf der Ingwerinsel den Hof auch noch ein bisschen verschönern. Wir müssen mal gucken, wie und was. Irgendwas wird uns einfallen. Wir werden die Zeit auf jeden Fall rumkriegen, ne? Wir werden nicht nur vor der Tür stehen und warten, dass es Mitternacht wird. Wir kriegen schon irgendwas gebacken. Ich bin jetzt raus. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine geile Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.